Tee mit Marisa, mit einem ganz speziellen Gast. Das ist Rai. Hallo miteinander. Trinken wir einen Tee zusammen? Heute möchte ich gerne dieses Video an meine sehr spezielle Person widmen. Dr. Hewling. Dr. Hewling war diejenige, die zusammen mit Mona Simeone dem Ho'oponopono salonfähig gemacht hat. Er hat mit seiner Fähigkeit, mit seinem Dasein die Welt verändert. Und solche Menschen verdienen unseren Respekt, verdienen unsere Bewunderung. Ja. Samstag, dem 15. Januar 22 um 17.10 Uhr stirbt Dr. Hewling, friedlich eingeschlafen in Kalifornien. Interessanterweise fast 10 Jahre bevor stirbt Mona Simeone hier in der Nähe von uns in Deutschland. Februar, ich glaube, das war im Februar. Auf jeden Fall, heute möchte ich gerne über diese spezielle Person und über den Tod ein bisschen nachdenken. Wir erleben ganz interessante Situationen im Moment, wo sehr viele Leute von uns gegangen sind, liebe Menschen. Und was haben sie hinterlassen? Was waren sie? Was haben sie denn bedeutet? Da komme ich auf das Ergebnis, dass wir sind nur das, was wir bewegen. Wir sind das, was wir gemacht haben, nicht was wir haben. Haben ist ein sehr wichtiger Teil von unserem Leben. Das brauchen wir ja. Aber Sein ist genau das, was das Leben ausmacht. Nur wenn wir sind, wie wir sind oder was wir sind. Nein, Schatzali, du darfst dich nicht verbrennen. Dürfen wir. Nur weil wir sind, so wie wir sind und weil wir arbeiten in uns selbst und entwickeln wir uns, sind wir dann glücklicher, erfüllter und können wir uns entwickeln. Und so war es auch Dr. Hewling. Dr. Hewling, so weil er den Doktor zeigt, war Psychologe, Professor in Psychologie. Und von Anfang an hatte er gewisse Schwierigkeiten mit dem Ho'oponopono. Er war 3-mal in den Seminaren von Mona Simeone und lief wieder raus. Aber am dritten Mal fragte er sie, ob er seine Tochter heilen könnte, ob dem Ho'oponopono für seine Tochter etwas bewegen könnte. Und Mona antwortet, dass nur wenn er die Reinigungsritual macht, werden wir sehen. Das könnte ja sein, durch dem Reinigungsritual, dass er in sich reinigt, alles, was dazu beiträgt, dass diese Tochter krank ist, dann wird seine Tochter geheilt. Aber nur vielleicht. Und so hat er es dann angefangen, die Reinigungsprozess bei sich zu machen und seine Tochter zu heilen. Denn als die Medizin die Tochter, also die Schulmedizin, seine Tochter aufgegeben hat, kommt der Ho'oponopono und bringt neues Licht ins Dunkel. Dr. Hewling hat in 82 zusammen mit Mona Simeone den Self-Identity-Prozess entwickelt, wo man die eigene Identität rausfindet. Joe Vitale schreibt ein Buch zusammen oder gewidmet an Dr. Hewling, wo er erklärt, wie wir an unsere Null-Limit kommen können, da wo wir das Leben gestartet haben, ohne diese schwere Gepäck, den wir seit je und je mit uns mitschleppen. Dr. Hewling hat einiges verändert. Er hat die
vier Punkte vom Ho'oponopono, Reue, Vergebung, Transmutation und Liebe, in die vier Sätze umgewandelt. Das war der Dr. Hewling. Er hat diese Reue, das Bedauern, diese Einfühlungsvermögen umgewandelt in einem Satz: Es tut mir leid. Reue, es tut mir wirklich leid. Vom Herz. Der Vergebung, die Versöhnlichkeit hat er in den zweiten Satz umgewandelt. Es tut mir leid, verzeihe mir. Also, ich bedauere sehr. Ich merke das so klar. Bitte verzeihe mir. Der zweite Punkt, Vergebung. Der dritte, Transmutation. Der Ho'oponopono Original spricht von Umwandlung, Verwandlung, Veränderung. Und wie können wir besser als mit Dankbarkeit diese Veränderung in unser Leben bewegen? Und das letzte, Liebe. Ich liebe dich. Liebe ist die stärkste Macht, die wir auf der Erde zur Verfügung haben. Die ist da und greifbar nah. Aber wir haben Angst. Wir greifen das nicht nah. Das heißt, diese vier Sätze, es tut mir leid, dass diese Erinnerung in mir ist. Es tut mir leid, dass das noch da gespeichert hat und mein Leben das blockiert. Bitte verzeihe mir, dass das mir nicht bewusst war. Bitte verstehe doch, dass das wusste ich nicht. Bitte verzeihe mir. Bitte vergib mir. Ich danke. Dankbarkeit äußern, weil in diesem Moment, das ist da und kann gereinigt werden, kann losgelassen werden. Und Liebe, ich liebe dich, meine Erinnerung, weil ein Teil von mir ist. Das war da, ich habe es gespeichert, ich habe bei mir aufbewahrt. Aber jetzt ist Zeit zum Loslassen. Und deshalb liebe ich dich. Der Dr. Hewling hat auch was ganz Interessantes in diese vier Sätze eingebaut. Die erste Person. Ja, weil wir hundertprozentig verantwortlich sind für alles, was passiert ist. Die Selbstverantwortung in erster Linie da steht, hat er das denn, bitte verzeihe mir. Ich bitte um Vergebung. Es tut mir leid. Ich liebe dich und ich danke dir. Ich, die erste Person, dankt, verzeiht. Es ist unglaublich, was man in den Interviews von Dr. Hewling merken kann. Mir ist aufgefallen, er war ein Mann von wenigen Wörtern, von wenigen Antworten. Er hat sehr gern seine Seminare gemacht, aber nicht wirklich Antwort gegeben auf Fragen, die die Leute gestellt haben. Und er hat sehr häufig gesagt, dass er das nicht weiß. Man soll das Göttliche fragen. I don't know. Ask your divinity. Das war seine Antwort. Wenn jemand gefragt hat, ja, werde ich gesund oder werde ich das verändern, werde ich noch einen Job bekommen, werde ich das machen, werde ich der blockieren mein Leben? Und er sagte, I don't know. Ask your divinity. Und da kommt natürlich der nächste Satz, den er sehr gern für uns hinterlassen hat. Let it go, let it God. Also, loslassen. Wenn wir loslassen, können wir das Göttliche in uns wirken lassen. Lass Gott das Göttliche in dir wirken. Und hier möge das Licht diese Seele begleiten in dem Jenseits und in seinem nächsten Leben. Und ich reinige in mir alle die Erinnerung, die ich mit ihm teile. Es tut mir leid, bitte verzeihe mir. Und ich danke dir. Ich danke dir, Dr. Hewling. Und ich wünsche dir viel Licht in deinem Weg, egal wo du jetzt bist. Und meine liebe Freunde, was ist schöner, wenn
wenn jemanden die Erde verlässt mit solchem Licht mit sich. Genau da wollen wir hin. Und deshalb mache ich diese Arbeit, weil ich glaube an dir. Ich weiß, dass du diesen Reinigungsprozess in dir heute starten kannst. Und wo kannst du starten? Lerne die 4 Sätze und brauche die jeden Tag. Brauche einfach mal die 4 Sätze. So fangen wir an. Wir müssen nicht weitergehen im Moment. Brauche diese 4 Sätze in deinem Leben. Dr. Hewling hat auch verschiedene Werkzeuge hinterlassen. Wenn man sich ein bisschen mit seiner Theorie befasst, die Self-Identity, wir können selbst auch Werkzeuge generieren, die uns helfen, unsere Erinnerung, unsere Schattenseite zu beseitigen und in Licht umzuwandeln. Sei die Blaubeere, sei die Marshmallow-Theorie, sei die Radiergummi, egal was. Aber bevor du die Werkzeuge nutzen willst, nutze die ganz einfachen Dinge, die ich bereits erklärt habe oder du über dem Ho'oponopono gelesen hast. Fange das langsam und jeden Tag mit. Vielleicht das Solarwasser, das blaue Solarwasser. Nutze dieses Werkzeug. Und selbstverständlich über jeden Tag die 4 Sätze. Wenn es dir gut geht oder wenn es dir nicht gut geht. Und heute, mehr denn je, müssen wir uns mit unserer Göttlichen verbinden. Wir erleben, die Erde erlebt eine große Veränderung, damit wir Teil dieser Veränderung sein können und möglichst lang dabei sind, ist es wichtig, die mentale Gesundheit zu erlangen. Und da hat Dr. Hewling sehr viel darüber zu erzählen, wie wir unsere Körper, spirituelle und geistige Gesundheit erlangen können. Meine lieben Freunde, es war eine Freude, hier mit euch zusammen zu sein und diese kleine Video, diese kleine Botschaft an Herr Dr. Hewling zu widmen. Bis bald.